wir sind hier dieses Jahr, die diesjährige Konferenz 2022 in der Leuphana Universität in Lüneburg. Mein größter Wunsch fürs Klima wäre auf jeden Fall, dass wir die 1,5 Grad irgendwie einhalten, die Grenze. Das absolute Highlight war der Opening Act, wo wir vor 800, 900 Leuten standen und das einfach krass war, diese Masse an Menschen zu sehen. Mein größter Zukunftswunsch fürs Klima ist, dass junge Menschen und vor allem WissenschaftlerInnen gehört und ernst genommen werden. So, die nächste LKOI kann ich nur empfehlen, weil es passiert hier etwas, was ich glaube wichtig ist für die Frage, wie denke ich politisch, was will ich von der Gesellschaft, wie will ich, dass es weitergeht. Wie ich immer sage an der Stelle, Politik ist nicht richtig und falsch, sondern besser und schlechter. Es kommt eben darauf an, für wen und wie, aber auf jeden Fall immer fürs Klima. Also ich kann diese Konferenz sehr empfehlen. Ich hoffe, dass auch im nächsten Jahr sie wieder stattfinden kann und dass zahlreiche Menschen die Situation oder diese Gelegenheit wahrnehmen, hier andere zu treffen, mit denen sie gemeinsam darüber sprechen können, ja, was jetzt passieren muss. Also mir hat es hier total gut gefallen. Nächstes Jahr, wenn ihr die Chance habt, kommt vorbei, guckt euch selber an, macht mit. Die Klimabewegung braucht wesentlich viel mehr Menschen, damit wir irgendwann eine kritische Masse erreichen und auch tatsächlich auf dem Papier in den Gesetzen sehen, dass unsere Stimme auch tatsächlich einen Effekt hat.